Ja, hallo, gleich geht's wieder los bei der Sendung, wo es heißt, zu viele Köche verderben den Brei, wir zeigen das Gegenteil. Wir haben hervorragende Gäste am heutigen Tag, die wir nicht vorenthalten möchten. Zum Beispiel er hier, ja, man könnte auch sagen, der erste Gast zum Thema gemeinsam dumm unserer großen Aktion, Buddy Ogün, beschnittene über den Ohren, und dementsprechend kommen wir direkt zum nächsten Thema, ja. Es gibt eine große Zuschaueraktion namens gemeinsam dumm, nicht nur das, auch live hier im Studio wird einiges geschehen, das könnt ihr gleich sehen. Und außerdem ist sie da, Nina Hagen, eine, würde ich fast sagen, lebende Legende, der wir uns heute annehmen wollen und auf die wir uns sehr, sehr freuen. Und diese junge Dame. Ja, es gibt wieder eine neue Ausgabe von 99 Dinge, die jeder Mann in seinem Leben getan haben sollte. Ich habe mal wieder eine spektakuläre Aufgabe gehabt, die nicht nur ein Mann machen sollte, sondern jeder Mensch. Dieser Mann ist auch ein Mann, ein ganzer Mann. Alfredo Pauli, seines Zeichens Designer, nicht nur für Schmuck, auch für Klamotten. Und was genau, das werden wir gleich dann alles klären. Wir sehen uns in wenigen Sekunden, mein Lieben. Ja, da freuen wir uns drauf. Die schönste Frau der Welt, hier ist Paulina Ruzynski. Bitte mal besser, Klaas, danke. Sie reisen um die Welt und die Welt reißt sich um sie, aber sie sind nur unsere Show wert. Hier sind die Torpedo Boys. Herzlich willkommen hier zur Sendung mit dem charismatisch-autoritären Flair. Ja, bei der ganzen Gewalt, die hier geschieht, sagen wir jetzt schon gar nicht mehr MTV Home, sondern Stuttgart 21:30. Wir sagen trotzdem herzlich willkommen, und ich darf an dieser Stelle, habe ich die große Ehre, Ihren Gastgeber vorzustellen. Vor einigen Tagen ging es ihm nicht so gut, da hat er geweint, ja, an der Schulter von Frank, dem Weddingplaner, an seinem rosa Jackett hing er dran, vor Rührung, ja, bei Oliver Pochers Hochzeit. Jetzt ist er bei uns, ich sage herzlich willkommen, Joko Alessandra Winterscheid. Ja. Dieser junge Mann wurde erst gar nicht reingelassen, denn vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ronald Schill ist den ganzen weiten Weg aus Rio eingeflogen worden, um für dieses Society-Event die Security zu gewährleisten. Und ja, im ganzen Land war Anarchie, nur da war Ruhe. Begrüßt mit mir Klaas Barnabas Häufer Umlauf. Und da geht es auch schon los. Wir haben wunderbare Gäste heute. Er ist, glaube ich, derjenige, für den das Buch geschrieben wurde. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Er ist die multiple Persönlichkeit der deutschen Comedy. Und er wird heute bei uns sein. Wer genau, das weiß man ja vorher immer nicht. Aber es geht um Buddy Ogün. Ich find's gut, das wird klassisch. Ja. Außerdem haben wir einen Mann hier, ja, er gilt als Insider, als auch als Outsider, zumindest in diesen Kreisen, als der legitime Nachfolger von Rudolf Moshammer. Ja, aber keine Angst, das ist nicht wieder Harald Glückler. Nein. Nein, dieser Mann muss nicht 60.000 Handtücher verkaufen, um die Miete für sein Schloss zu zahlen. Dieser Mann verkauft ein einzelnes Kleidungsstück. Was er genau macht, wir werden es gleich auflösen. Bei uns Alfredo Pauli. Außerdem haben wir einen Gast, eine Gästin, ja, die ganz lange schon ganz oben auf unserer Wunschliste stand. Heute hat es endlich geklappt. Man muss nicht mehr viel über sie sagen. Sie ist die Godmother des Punk in Deutschland. Und wenn sie noch an Sex interessiert wäre, wir würden uns zur Verfügung stehen. Oder? Ja. Ja, bei uns heute die echte Nina Hagen. Wahnsinn. Mitgehangen, mitgefangen, würde ich sagen. Außerdem möchten wir uns am Anfang dieser Sendung natürlich wieder an die Menschen widmen, die uns Woche zu Woche rühren, die uns Woche zu Woche aufstehen lassen, so gegen 12 Uhr mittags, und für die wir Woche und Woche einen Haufen Geld uns in die Taschen stecken, dass wir diese Sendung hier runter moderieren. Ja, wir richten diesen ersten Teil der Sendung an euch, liebe Zuschauer. Genau, wir haben ja eine politische Aktion namens Gemeinsam Dumm, und da haben wir auch in dieser Woche einen Wochengewinner, ein Gewinnerpärchen, und wir sagen voller Stolz, ihr seid wirklich richtig dumm. Das Rauchen, ja, was wir mal gemacht haben, Aushalt im Auto, das lief vor einiger Zeit, und jetzt gibt es quasi, ja, einen zweiten Teil, allerdings nicht von uns. Herzlichen Glückwunsch. MTV makes me wanna smoke crack. Fall out of the window and I'm never coming back. Kreuz und Schmerz, oder? Eins, da ist die Eins. Scheiße!
Aber ich würde sagen. Gott! Hier überschlagen sich die Ereignisse. Oh, ich hab gekotzt, ey, ist das eklig. Der Patrick hat sogar gekotzt. Und dafür gibt es, lieber Patrick, ja, für ein herzhaftes Kotzen, ja, gibt es hier bei MTV Home dieses schöne T-Shirt. Und ja, irgendein Quatsch aus unserem Set schreiben wir dann MTV Home drauf. Schicken wir dann auch noch als Preis. Aber wirklich, wenn ihr auch mit dabei sein wollt, ja, mtvhome@mtv.de, da schickt ihr einfach alles hin. Wir freuen uns jede Woche über diese vielen massigen Einsendungen. Genau so ist es. Und weil genau all das so passiert, ja, weil ihr so rege teilnehmt an dieser Aktion und weil wir das Gefühl haben, ihr liebt uns dafür, was wir machen, ja, haben wir uns gedacht, wir lieben euch auch. Und wir wollen einfach dieses gemeinsame Dumm mal auf eine neue Ebene heben, ja, auf eine noch nicht dagewesenes. Und wir machen jetzt etwas, was wir so noch nie getan haben. Gemeinsam dumm live. Auch wenn wir Gefahr laufen, dass unser politisches Engagement rund um gemeinsam dumm vielleicht etwas in den Hintergrund gerät, ja, müssen wir es machen. Das ist, wie gesagt, also es ist ein neues Deutschland. Und so Scheißpflicht. Wir spielen heute Tequila Suicide. Ganz einfache, das ist aber sehr leidenschaftlich vorgetragen. Ganz einfache Regeln, ja, wenn man hat so ein normales Tequila-Set, also Tequila natürlich, dann Zitrone und Salz. Salz zieht man sich in die Nase, die Zitrone kommt in die Augen. Und in die Tequila kann man sich schön hinterher noch reinkippen und dann haut man dreimal mit dem Kopf auf den Tisch. Ja, das ist Tequila Suicide und was machen wir jetzt? Joko, ich lasse dir da den Vortritt. Ja, das ist sehr lieb. Ich schütte erstmal ein hier, weil damit ich keine unnötige Zeit verliere und schütte die auch direkt ein. Ja. Damit du auch keine unnötige Zeit verlierst. 0,02 Strich. Ja. So, darf ich dir das auf die Hand machen? Bitte. So, also erst Salz, ne? Dann die Zitronen und dann den Tequila hinterher. Oh Gott. So, und bitte. So, jetzt die Zitronen. Beide, auf beide Augen bitte. So, jetzt die Tequila bitte. Die Tequila. Oh, die Augen brennen. So, und jetzt den Kopf auf den Tisch. So. Oh, fuck. Und wie war's? Oh, das brennt wie Hölle. Joko, das war doch klar. Jetzt richtig doch ab. Oh Gott, meine Nase brennt. Joko, das war sehr dumm. Ja, ich weiß, das ist ja auch der Hinweis. Ich bin stolz so, auf mich. Das war schön. Oh, meine Nase blutet. So, jetzt darf ich auch? Ja, bitte. So. Boah, kann ich gleich. Boah, rein damit, rein damit. Machst du hier noch Proben oder was? Nee, pass auf. Oh, meine Nase. Rein damit, jetzt auf! Du musst trinken, dann wird's besser. Und Kopf auf den Tisch. Zweimal war das erst, dreimal. Heide Witzke. Aua. Oh, immer dieser Scheiß. Oh, was ist denn jetzt schon wieder immer dieser Scheiß? Das ist doch super. Immer lass ich mich voll labern von euch. Wie kann man das da gar nicht machen, ey. Oh, gemeinsam ist auch dumm. Oh, immer lass ich mich voll labern von euch. Ich find's auch teilweise selber gar nicht mehr so lustig. Oh, Alter, man kann die Augen gar nicht aufmachen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich geh mal kurz an die Luft. Klar. Mal kurz an die frische Luft. Was soll der Scheiß denn jetzt? Los. Ey, Frühstücksfernsehen. Das war der Kipp.
genommen, um dir zu sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit dir. Deine Dummheit ist beispiellos. Tequila Suicide, Bauchnabelpiercing. Ich habe Steine erschaffen, die sich intelligenter verhalten. Oh! Danke! Kann ich das schriftlich haben? Es steht bereits geschrieben in den Annalen der Moderne und in den Herzen der Menschen. Aber ey, du musst echt aufpassen mit der Sauferei. Das sage ich dir jetzt mal wirklich unter uns. Ja, das übertreibst du gerade voll. Ja, und wenn ich hier deine englischen Interviews höre und sehe, unter uns gesagt, also da verstummen die himmlischen Chöre, ja? Wirklich. Aber an sich kann man sagen, dass ich doch eine ganze Menge richtig gemacht habe, oder? Seit MTV Home kommt deine Dummheit wirklich zu ihrer vollen Entfaltung. Aber ich muss dir auch sagen, der Winterscheid ist dir noch eine Nasenlänge voraus. Ja gut, das ist halt der Winterscheid. Ey, sag mal, ist der wirklich 17 Mal geblitzt worden? Ja, also er ist einmal geblitzt worden, ja, und dann noch 16 Mal. Das ist echt dumm, das ist echt dumm, wirklich. Ja, dann wird der Joachim in Zukunft wohl öfter mal pilgern, was? Ja, das ist ja auch per Penis, ne? Ja, schön zu Fuß mit dem Kind unterm Arm zu Ikea, ne? Zum Schluss noch ein göttlicher Tipp. Mach doch bitte endlich mal Porno-Ping-Pong Teil 2. Das wollen die Menschen sehen. Das ist echt eine gute Idee. Ich habe meistens gute Ideen. Eine Frage habe ich aber noch. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Nein, ist mir eigentlich egal, ist mir wurscht. Was ist der Sinn der Existenz? Welche Frage ist es dann, mein Sohn? Ich will wissen, wie geht's denn jetzt weiter, also karrieremäßig? Werde ich eine Ikone des Fernsehens? Pass auf, Klasse, ich mach's kurz. Also diese beiden neuen ProSieben-Formate, die fahren so richtig gegen die Wand, aber so richtig, verbrannte Erde mäßig. Aber lass dir gesagt sein, mein Sohn, das Internet ist auch ein Medium der Zukunft. Und Joko? Make an educated guess. So, ich muss jetzt los. Ich muss noch zu so einer Amtsantrittsparty in Nordkorea. Bin nicht mehr so viel Zeit. Aber grüß Joko, gerne von mir. Bleib so dumm, wie du bist. Und vielleicht treffen wir uns demnächst noch mal. Gehen wir irgendwie schön zum Griechen oder so. Schauen wir da mal, ja? Tschüss. Tschüss, Gott. Sag mal, Klaas, ist gut bei dir? Mit Gott gesprochen. Was hast du? Ich habe gerade Gott getroffen. Krass. Wie sah denn der aus? Ja, irgendwie so wie ich. Wie du? Ja, steht ja schon in der Bibel. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Ja, aber hätte er keinen speziellen Menschen gemeint. Wenn du Gott getroffen hättest, dann hätte er vielleicht ausgesehen wie du. Aber du hast Gott nicht getroffen. Sondern ich. Wo ist er? Keine Ahnung. Crazy. Geht wieder. Und? Alter, du wirst nicht glauben, wen ich gerade getroffen habe. Sag, wen hast du getroffen? Glaubst du mir eh nicht. Ja, wen denn? Jan Hahn. Was, der vom Frühstücksfernsehen? Ja. Der sitzt da oben auf dem Dach. Und wie sah der aus? Das ist normal, so wie Jan Hahn, wie im Frühstücksfernsehen halt. Crazy. Krass. Fuck. Was ist denn jetzt? Sollte nicht der Buddy Ogün jetzt kommen? Wer ist er denn hier? Läuft alles. Hallo? Ich grüße dich, du Freundel der Leidenschaft! Ich bin Mozart! Wer bist du? Chef der Opportunity. Mozart! Ja, gut. Chef der Opportunity Personal Management GmbH, ja. Und Manager von Buddy Ogün. Ach so, ja, aber wir haben ja den eigentlich. Der kann halt nicht, der sich gerade im Kaufhaus mit seiner Zunge in der Heizung drinne verheddert. Ja. Und er wollte testen, ob die schon an ist.
Und einmal verheddert, immer verheddert. Ne? Ja. Ich erzähle noch mal ein bisschen was über die Opportunity Personal Management GmbH. Wir haben eigentlich nicht so viel Zeit. Wir machen professionelle Künstlerbetreuung. Ja, ne? Ja. Wir haben so eine Musikgruppe, die macht so, ja, so vietnamesischen Zigeuner-Gospel. Dann haben wir noch einen besoffenen Seiltänzer. Aber unser absolutes Zugpferd ist Buddy Ogü. Ne? Ja. Ja. Habt ihr schon mal Margarete gespielt? Nee, was soll sein? Margarete ist mein Jahrhunderthit. Gerade in den thailändischen Dance-Charts auf Platz 1 eingestiegen. Da fällt den Ladyboys der Schwanz aus der Hose. Spiel das mal ab hier. Sag deiner Regie mal Bescheid. Ja, Margarete, hab die doch da. Ja, du hast eine Regie. Was war ich? Ja, spiel. Ja, feuer mal ab, das Ding. Spiel, bitteschön, ja. Die hatte rote Haare und gelbe Zähne. Sie roch nach Bazar und nach Hyäne. Ich traf ihr in der Bar. Was für ein Flow, ne? Das ist gut. Was für ein Flow? Das ist nicht schlecht. Du, krass, pass auf. Was ist denn los? Du bist ein guter Moderator. Dankeschön. Sehr guter, pass auf. Okay. Opportunity Personal Management GmbH will dich sein und den Vertrag nehmen. Ist das ne? So? Ich sag dir drei Gründe, warum du bei der Opportunity Personal Management GmbH sofort unterschreibst. Ja, ja. Erstens, ja. Wir machen für dich alles klar. Alles. Ja. Wenn du willst, moderierst du dieses Jahr noch die Weihnachtsfeier von Al-Qaida. Oh. Oder du hältst eine Dankesrede an Kim Jong-il. Ja. Ne? Zweitens. Für die Ferien kriegst du einen Schrebergarten in den schottischen Highlands. Da ist alles drum und dran. Und drittens, damit du gleich Haus und Fortbewegungsmittel in einen hast, kriegst du einen Wohnwagen von uns. Danke. Was sagst du dazu? Ich würde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich gebe dir eine Woche, ja? Sonst sehen wir weiter mal Hartmann. Ja. Oh. Ne? Ja, alles klar. Ja. Kleine Info für dich. Buddy Ogün geht nach der nächsten Woche drinnen auf Tour. Ja. Ne? Beginnt in Bielefeld. Dann das übliche Programm, ne? Nottingham, Malmö, Bergamo. Wir sagen das dann, ja? Also Buddyogün.de ist das Stichwort. Gut, alles klar. Mach hier keinen Scheiß. Ja. Herzlichen Dank. Ja, Arrivederci. Ich denk drüber nach. Ja, Arrivederci. Ja, tschüss. What the fuck? Geil. Ja, weiß ich auch nicht. Ist das jetzt, habt ihr das aufgenommen? Ja, dann gut, dann ist das jetzt halt in der Sendung. Ja, super. Egal. Aber bei uns geht es gleich doch richtig los nach der Werbung. Wir haben Alfredo Pauli zu Gast. Außerdem unseren Lieblingsparasiten Serdar Somuncu. 99 Dinge, eine neue Ausgabe. Und außerdem leibhaftig Nina Hagen. Und hier sind erstmal die Torpedo Boys. Und Nina Hagen, wir freuen uns sehr darauf. Ja, jetzt gibt es aber vorher noch was Unvermeidliches. Ja? Die Scheiße am Schuh der Show, würde ich sagen. Ja? Der gute, alte, bekannte dieser Sendung hier, Serdar Somuncu. Wem ist wieder was aufgefallen? Wen es interessiert? Wir haben es hier. Ja? Was sollen wir machen? Also, irgendwie erkenne ich eure Sendung nicht wieder, ja? Ich dachte, ihr seid so ein junges Pop-Format für Kiddies unter 13, ja? Jetzt macht ihr Polizsatire, sag mal. Ja, es reicht ja nicht, dass Sarah Nazi sein Buch verkauft ohne Ende auf den Hitler, den Spiegel-Bestsellerlisten seit Wochen auf Platz 1 steht. Nein, da müsst ihr auch noch Aktionen starten, die dieses Thema am Leben halten. Meine Güte, lass den alten Sack doch sagen, was er will. Ein bisschen Entspannung, ja, ein bisschen Lockerheit, so wie Sido nach 15 Kilo Haschisch in der Birne. Das würde uns allen besser stehen, ja. Sido heil! Tschüss dann. 15 Kilo Haschisch in der Birne. Ja, ich finde es auch. Wir wünschen jeder 50 Kilo Haschisch in der Birne hier in der Sendung. Ja, ist ja das Mundo. Unvermeidbar, leider. Aber leider geil. Irgendwie ist er mir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Also, wer weiß das schon, ne? Finde ich ganz, oh, finde ich ganz da süß. Geht's auch schon weiter.
Das ist, glaube ich, Jingle Bells, was sie da spielt. Ja? Meine Damen und Herren, wer kann schon von sich behaupten, 206 Vinylträger, ja, mit seiner Stimme zu schmücken, 180 CDs, 30 Audiokassetten, 21 DVDs und 12 VHS-Kassetten. Es ist sie, die Godmother des Punk. Hier ist Nina Hagen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Komm bitte rein. Guten Tag. Ja. Oh. Herzlich willkommen hier bei MTV Home. Herzlich willkommen. Nimm bitte Platz, darf ich dir deine Gitarre abnehmen? Nina? Ja? Nimm dir das mal ab und dann kannst du mitkommen zum. Da ist nämlich dein Stuhl. Der mit Kord bezogene Stuhl. So. Ah, bitte. Also schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich leg das hier nochmal zur Seite, das werden wir erst später brauchen. Ja? Erstmal herzlich willkommen bei MTV Home. Oh, fühlst du, gleichfalls. Fühlst du dich wohl in dieser Einrichtung? Ist das nach deinem Geschmack hier? Wir probieren das dann immer so nett zu machen wie möglich. Wunderschön. Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das bei dir zum Beispiel zu Hause aussieht. Genau so. So wie du oder so wie hier? Genau so. Ja? Oder ist es dann doch überraschend, dass da zum Beispiel so oder so hölzerne Eckbank oder so? Alles durcheinander gewürfelt, genau wie hier. Ja. Ja. Wie geht's dir denn? Danke, gleichfalls. Ja. Ja, ich habe gerade den kleinen Film gesehen. Ja. Also Film, ich weiß nicht, Film, nein, auf dem Bildschirm mitverfolgt. Ja, ich bin gerade kurz rausgegangen, ja. Ja. Du bist reingelegt worden. Was? Den Typen, der Typ, der sich im Himmel dir hier offenbart hat, es handelt sich nicht um den lieben das Gott. Das habe ich vermutet. Teil. Ich habe das vermutet. Er kann nicht sein, weil der tut da so mit den Lichtern rummachen und tut ihn auf Angeber. Und das war nicht der liebe Gott. Ey, das verspreche ich das dir. Ey, das war, also, war genau der andere Typ. Der ist ja mit der Angeber, der Ankläger, der Lügner, der Betrüger, der Töter, der Mörder, der, man kennt der Obernazi. Serdar Somuncu. Aber wir waren mit 17, ist dir tatsächlich auch mal Gott erschienen, ja? Auf LSD in Berlin. Was war da los? Das war überhaupt das größte geistige Erlebnis meines Lebens. Wahnsinn, ich konnte mich ganz freiwillig entscheiden, ob ich sterben will oder nicht. Na, und da habe ich mir gedacht, eines Tages muss man das ja sowieso machen. Ja. Das wusste ich ja mit 17 schon. Und habe das mitgemacht. Und das ist so ein LSD-Trip ist, kann man eigentlich mit Worten nicht beschreiben. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben, Bekenntnisse über meinen Glauben geschrieben. Und wenn man googeln geht, Nahtoderlebnisse, ja, ich bin nicht das einzige Wesen, was mal so ein Nahtoderlebnis hatte. Mhm. Und ich sage dir nur, den lieben Gott erkennst du an seiner Liebe. Das ist kein Verräter, der ist treu. Dem seine Liebe, ey, die hat aber Hand und Fuß, ey, da kannst du Hilfe drauf nehmen, oder lieber nicht. Du hattest was häufiger, hast du gerade selber erzählt. Du bist schon als Kind mal in Boltenhagen die Treppe runtergefallen und hattest eine Gehirnerschütterung. Gehirnerschütterung, kann man das irgendwie quasi verantwortlich machen für alles, was danach kam? Oder also, weil du hast gesagt, danach wolltest du Sängerin werden, nach der Gehirnerschütterung. Right, weil meine süße Mama, die Eva Maria, mit ihrer Gitarre jeden Tag an der Tür von dem Kinderkrankenzimmer gestanden hat und die hat ein Lied nach dem anderen runtergeschrammelt und da wurde mir klar, dass erstens ich die schickste und die tollste, die süßeste, begabteste Texte am besten auswendig lernende Mutti der Welt habe und dass ich auch mal so eine tolle Mutti und du werden. Hast wirklich eine beachtliche Karriere hingelegt und das sprengt ja den Rahmen zu sagen, ne? Deswegen haben wir eine Rubrik hier bei MTV Home, das ist das Mini-Masters. Da fassen wir einfach das Wesentliche zusammen, damit wir kurz und knapp und kompakt informiert sind, was macht das musikalische Dasein der Nina Hagen aus und das möchten wir dir gerne mal zeigen. Hier ist das Mini-Masters Nina Hagen. Kann man das einfach so stehen lassen? Ja, da fehlen aber noch die tiefen Nuancen. Ja, ich kann ja noch auch, drei Oktaven nach unten, weil ich kann auch die Treppe runtersteigen. Das hört man auf deiner neuen Platte ganz gut, wenn du da intonierst, Personal Jesus und so weiter, da werden wir ja gleich nochmal zu kommen. Aber ich habe noch so ein paar Storys, die ich ganz interessant fand. Du hast tatsächlich wegen der Liebe zu deinem Sohn etwas gemacht, was du sonst wahrscheinlich nicht machen würdest. Der hat dich mal darum gebeten, wenn du ihn von der Schule abholst, dass du dich dann normal anziehst. Ja, natürlich. Und das hast du dann gemacht, ja? Sure. Wie ist das für dich?
dich? Also, und vor allen Dingen, was hast du denn dann an? So ein Blazer oder eine Hose? So was, was halt meinem Sohn gefallen hat. Ist das ein großer Liebesbeweis? Ja, natürlich, klar. Aber später hat er sich noch merkwürdiger als ich angezogen. Dem seine Hosen, die haben ja unterm Arsch gehangen, ja. Das ist doch normal. Ja, das nennst du normal. Ich finde, da bist du auch so ein bisschen spießig, also dann doch. Also, hast du mal, also ich finde, die Kinder sind spießig und die Eltern auch. Jeder will dem anderen vorschreiben, was er anzuziehen hat. Das ist ein ewiger Drumgestreit. Also hast du das tatsächlich, selbst du, ja, mit 23 in die Londoner Punk-Szene, erst aus der FDJ geflogen, dann aus der kompletten DDR. Und hast du trotzdem manchmal diesen Satz, ach Mensch, die Jugend von heute? Also, erwischst du dich dabei, wie du das so mit Mitte 50 dann auch denkst, trotz dass du das ja nicht wolltest? Nein. Sowas nicht? Nee. Ja. Aber ich merke sehr, sehr wohl, wenn jemand lügt und wenn ich Menschen in die Augen gucke und ich merke schon, ob der halt vor lauter Schiss gleich in die Hose kackt. Oder ob der... Das riecht man ja irgendwann spätestens. Ne? Ja, das auch. Dann ist es zu spät. Aber, ne? Dann ist es zu spät. Oder ob er halt Mut hat und mit mir auf eine Friedensdemo geht gegen die Atomkraftwerke. Das ist natürlich... Das ist schön. Du hast auch gesagt, das bisschen Scheiße und das bisschen Böse in der Welt kann man weglieben. Muss man weglieben, ja. Weil die Liebe ist die einzige Kraft, die Frieden schafft und die Reichtum schafft und die Freiheit schafft. Ey, echt. Müsst ihr mal ausprobieren. Was müssen wir denn machen? Also was könnten jetzt Joko und ich ganz konkret heute Abend direkt nach der Sendung, wie kriegen wir die Welt einen besseren Ort, also so schnell to go? Ja, zu schnell to go. Habt ihr euch denn schon mal an der Anti-Atomkraft-Demo beteiligt? Ja, hab ich schon. Oh, schön. Du ja. auch? Den Joko nehme ich mit. Also dieses Jahr noch nicht. Ja. Mitmachen. Wir wollen keine verstrahlten, kranken Körper, die ständig tot gehen. Wollen wir nicht. Mitmachen. Ja. Ja, vielleicht gehen wir mal zu dritt. Also dann können wir den Joko vielleicht auch mal überzeugen. Dann, dann sind wir ja jetzt connected. Zu viert. Palina, selbstverständlich. Dann sind wir ja jetzt connected. Dann connected mich auf meinem Facebook-Büchlein und dann machen wir Termin. Und dann jemand mit Claudia Roth und Künast und Trittin in Arsch treten. Dafür würde ich mich bei Facebook anmelden, wirklich. Aber ich habe ja mal gehört, du warst beim Kinderballett immer die Dickste und deswegen hat deine Mutter immer die Küche abgeschlossen, ne? Ja. Damit du nicht da reingehst und dir alles reinstopfst. Und dann habe ich Joghurt versteckt und da sind Eistasen Mehlwürmer entstanden. Ja. Und ich lag in meinem Bett und war mal wieder zu spät für die Schule und sah diese hübschen Würmer, die Wand hoch kriechen. Und dann die Decke. Kann man ja auch essen. Die Wand wieder runter. Dann durch den Korridor, ab ins Wohnzimmer. Weil meine, bis ins Schlafzimmer von meiner Mutter. Und die hat sich gewundert, Nina, wo kommen denn die ganzen Würmer her? Ich sage, ja, da. Weil... Selber schuld. Selber schuld. Schließen Sie doch mal wieder die Küche auf, junge Frau. Und ich habe... Mittlerweile gibt es ja andere Möglichkeiten. Da muss man sich weder von Joghurt noch von den Würmern, die entstehen, davon ernähren. Sondern heutzutage macht man es etwas anders, ja? Palina zeigt das mal wieder in einer neuen Ausgabe ihrer Rubrik 99 Dinge, die man als Mann getan haben muss. Mit Palina Roginski, da hat sie sich auch Nahrung beschafft. Und zwar auf einem Weg, der uns als junge Menschen natürlich in dieser Form auch noch nicht bekannt war. 99 Dinge, die jeder Mann in seinem Leben getan haben sollte. Mit Palina Roginski. Neue Runde, neues Glück. Herzlich willkommen bei 99 Dinge, die jeder Mann in seinem Leben getan haben sollte. Ich habe mal wieder einen goldenen Umschlag in der Hand und sollte mich heute etwas schicker machen. Das habe ich auch getan und hoffe, dass ich endlich mal in ein edles Etablissement gelange. In einem Fastfood-Restaurant einmal alles bestellen. Ey, und dafür habe ich mich jetzt so aufgebrezelt. Super. Wenn siehst du gut aus. Ihr seid doch echt doof. Jetzt mal ernsthaft. Einmal alles in einem Fastfood-Restaurant bestellen. Meint ihr, das geht so einfach? Das wollen wir ja rausfinden, ne? Wie viel ist eigentlich alles? Wie definiert sich sowas? Wie viele Produkte sind das denn? Wie viel wiegt das Ganze dann?
Wenn man alles bestellt, bestellt man dann nicht gleichzeitig irgendwie nichts? Wie lange wird das Ganze wohl dauern? Ist das nicht auch eine Art subversiver Akt von Konsumkritik? Ich frage mich eigentlich nur, was es kostet, Paulina. Ja, ich weiß. Aber guck mal, das ist doch echt ein bisschen unspektakulär im Vergleich zu den anderen Sachen. Aber die Idee ist gut. Die Idee ist echt nicht schlecht. Aber kann ich nicht wenigstens vorher zu wilder Rockmusik mit meinem imaginären Maschinengewehr rumballern? Ja, okay. Paulina, reicht jetzt? Können wir jetzt fahren? Ja. Bitte? Hallo, ich hätte gern bitte einmal alles. Ja, die Liste rauf und runter? Ja, genau, jedes Produkt bitte einmal. Einmal alles. Ich lese Ihnen das einfach mal kurz vor. Das ist dann eine Apfelschorle, eine Barbecue, so einmal Big Chili, einmal Big Classic Cheese, einmal Big Mac, Big Tasty Baby, Milch, Caesar Dressing, Chicken Burger, Chicken Mac, Chicken Nama, 6er, 9 Chili, 20er, kleine Chicken Caesar Salad, Cola Lime, Cola Lime, Cheeseburger, Salat, 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 mit Dressing, Brot, Blackberry, Mac, Schokosauce, McRaven, Und dann noch eine Junior-Tüte mit allem Spielzeug, bitte. Ein Doppel-Schieß und ein Doppel-Hamburger haben wir hier nicht. Es gibt. Ach so, ist nicht so schlimm. Dann die allen anderen. Alles andere dann. Okay. Ja, das ging jetzt aber erstaunlich einfach, oder? Hm. So, jetzt habe ich aber echt Hunger. Boah, ist aber ganz schön warm hier drin. Stört es dich, wenn ich mich obenrum freimache? Nee, kein Ding. Cool. Oh, viel besser. Someday 23 Minuten schon, ey. Ich glaube, ich gehe noch mal raus und streck mich ein bisschen. Ja, zieh dir vorher was über, ja? Oh ja. Ey, das kostet tatsächlich alles nur 133,99. Say hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Ich fühle mich wie der dicke Mann aus Der Sinn des Lebens. Ah, Jungs, jetzt wisst ihr, wie man Mädels glücklich machen kann. Lass uns doch jetzt einfach den ganzen Stuff aufs Autodach drapieren, so Pimp My Ride mäßig. Wir sind gespannt. Paulina, was hast du mit dem ganzen Essen gemacht? Gespendet. An Jumbo Schreiner. Jumbo Schreiner. Ja, der wird sich freuen. So, sag mal, wie von Geistern hat sich diese Gitarre ausgepackt. Und deswegen würde ich sagen, benutzen wir sie doch. Cool. Würdest Mann. Du uns das spielen von deiner neuen Platte? Yeah! Well, he's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Cause he's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. And then my mama and you're all alone, you're feeling all alone, flesh and bone. Your telephone, pick up the receiver, he'll make you a believer. Well, Jesus is the best, he'll put you through a test. Pains on your chest, you need to confess. He will deliver, for he's the
a forgiver. Yeah, yeah, yeah. Ooh, reach out and touch your faith. Touch faith. Ooh, reach out and touch faith. But he's your own personal Jesus. Ooh. Man denkt immer gleich, ist es weit, aber dann kommt noch eine Zeile. Ich bin fertig, wenn ihr weiter seid. Aber toll, toll. Lieber Hagen, personal Jesus. Wahnsinn! Ganz, ganz, ganz toll. Und ich kann jedem nur sagen, kauft euch diese CD. Ich habe die gestern ganz lange gehört. Ja? Nina Hagen, Personal Jesus, so heißt das Album. Da gibt es auch eine Single zu. Ich habe es ganz lange im Autoradio gehört gestern. Und wirklich, also kauft euch das. Und es gibt auch noch das Lesebuch hier, Hörbuch oder so heißt das, ne? Bekenntnisse. Ja. Ja. Also da steht auch noch einiges drin, was man wissen sollte. Und jetzt, Nina, wir machen jetzt noch mal etwas ganz, ganz Besonderes und was Neues hier bei MTV Home. Es gibt ja unsere Rubrik Aushalten, haben wir heute schon mal ein bisschen was gehört. Aha. Jetzt wird es das erste Mal ein prominenten Aushalten geben. Die Regeln werden gleich erklärt. Nina Hagen ist vielleicht schon demnächst die erste Weltmeisterin im prominenten Aushalten. Was du machen musst, erklären wir dir gleich. Vorher gibt es erst ein bisschen Rambazamba, bevor es losgeht. Ne? Bitte sehr. So, ja, jetzt geht's los und das, die Regeln sind denkbar einfach. Hier wird jetzt gleich das nächste Interview stattfinden mit unserem nächsten Gast und deine Aufgabe ist es einfach nur auszuhalten. Du darfst nichts sagen. Du musst einfach nichts sagen. Ruhig. Das ist deine Herausforderung, ja? Nina, schaffst du das? Ja, sie spielt sich nicht. Hervorragend. Und hier ist auch schon der nächste Gast. In Amerika würde man sagen, er ist ein Entrepreneur. Ja, ein Mann, aus dem die Modeschule das gemacht hat, was er heute ist. Wenn Mooshammer der Vater ist und Glückler der Sohn, dann ist er der Heilige Geist. Ladies and Gentlemen, hier ist Alfredo Pauli aus der Pfalz. Hier ist der Pelzdesigner Deutschlands. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Ach, das ist ein ganz leichte Stimme. Ganz zärtlich, ganz weich. Erstmal muss ich die Dame begrüßen. Hallo Nina. Ich sitze mal vor dem Gast, das gehört sich auch nicht. Das habe ich auch mal anders gelernt. Aber bei dieser Sendung vergeht mir die Gegend. Dass ich das noch erleben darf. 20 Jahre deutsche Einheit und ich sitze auf der Couch von Erich Honecker aus seinem Arbeitszimmer. Das stimmt nicht. Super. Das ist nicht aus seinem Arbeitszimmer, das ist aus seinem privaten Wohnzimmer. Hat er nicht da eben auch gearbeitet? Das war ja in dieser Siedlung da im Wald, alle gewohnt haben, die ganzen Funktionäre. Aber der Nierentisch. Der ist original. Wir reden aber jetzt nicht über Interior Design, sondern wir reden über dich. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer sehr, wenn wir Gäste haben, die nicht so dieses, ach, was ist irgendwie so modern auf Understatement zu machen, dass immer Leute sich so zurückhalten, sondern ich finde es wirklich gut, dass man immer wieder jemanden hat. Der letzte, der dabei war, Christian Odiger, so wie du, der einfach zeigt, was er hat und sagt, ja, ich liebe Luxus. Das kann ich nur bestätigen. Also bei mir ist es wirklich so. Also ich stehe zu Luxus und ich finde, Luxus muss offen getragen werden. Das ist einfach wichtig. Kann man sich das denn wirklich so vorstellen, dass bei dir so der Tag mit Champagner beginnt, der Springbrunnen vorne vorm Haus nur Gold aussprudelt und man mit dem Rolls-Royce zur Arbeit fährt? Oder ist das so dein Alltag? Ganz so ist es natürlich nicht, aber sagen wir mal, wenn man mit Luxus arbeitet, muss man natürlich auch mit Luxus selbstverständlich umgehen. Natürlich morgens zum Frühstück Champagner ist nicht jeden Tag der Fall, aber ab und zu schon. Aber wäre schon drin jeden Tag? Wäre schon jeden Tag drin. Wäre drin. Okay. Was ist denn für dich Luxus? Oder ist das, was du gerade alles so genannt hast, was man so bald an sich trägt, ist das Luxus schon für dich? Ja, Luxus für mich ist in erster Linie, keine Kreditkarte zu besitzen und kein Handy zu haben. Das sind zwei Dinge, die ich als absoluten Luxus bezeichne. Und es ist wirklich so. Jetzt stellt sich sofort die Frage, wie bezahlt man dann? Und, Bar. Du hast jetzt Bargeld dabei? In der Garderobe. In der Garderobe. Okay, gut. Wie war denn das zuerst? Warst du zuerst so der Luxusmensch da? Oder bist du durch deine Kunden, also du designst Pelze, durch die Kunden, die sozusagen bei dir einkaufen, zum Luxusmensch geworden? Also bei mir war es schon so, dass ich von Kind an eigentlich zu allem, was glitzert und was schön weich und fällig war, tendiert habe. Also meine Tante war Schneidermeisterin. Ich habe immer schon so einen Hang zu edlen Stoffen gehabt. Und ich bin so automatisch in diese Luxuswelt eigentlich hineingeschlittert. Das kann ich nur sagen. Also würdest du sagen, dass so die Dinge, mit denen du alltäglich zu tun hast, ist ja schon einfach so Sachen wie tolle Häuser, tolle Klamotten, Sachen, die teuer sind, so Träume, die für uns Normalsterbliche einfach unerreichbar sind, sage ich einmal. Ist es dann wichtig, dass es Hauptsache ausgefallen ist oder wo kommt es dir dabei drauf an?
Gut, es muss selbstverständlich sein. Das ist das Wichtigste, weil ich finde immer, jeder Kunde sollte so leben, wie es ihm behagt. Weil, ob es jetzt auf dieser Couch ist oder ob es auf einer barocken, tollen Couch ist, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Man muss sich einfach wohlfühlen und das ist eigentlich das Entscheidende. Okay, gut. Jetzt ist aber das, was du leistest, ich meine, das ist ja immer in Deutschland leider so, wenn man Erfolg hat, hat man viele Neider. Und das, was du machst, um dein Geld zu verdienen, ist halt einfach auch ein Thema, wo viele dann sagen, so, was ist denn hier los? Es ist ja so, dass das, was du machst, die Pelze, ist dann schon von echten Tieren, oder? Die Pelze sind natürlich von echten Tieren, das ist klar. Man kann sich natürlich auch über die Diamanten streiten, die ich verkaufe. Nicht jeder wie Naomi hat Blutdiamanten an den Fingern. Ich hoffe, meiner ist es nicht. Aber natürlich, man kann sich über Luxus immer streiten. Ob es eben das Thema Pelz ist oder ob es das Thema Schmuck ist. Aber ich glaube, wer selbstverständlich dazu steht, der kommt damit auch ganz gut klar. Wenn man jetzt beim Thema Pelz einfach bleibt, warum sind die Leute so dagegen, glaubst du? Ja gut, es sind natürlich viele, die sagen, dass das Töten von Tieren eigentlich etwas ist, was verboten gehört. Wobei, dann dürften wir eben nicht auf dieser Ledercouch sitzen, auch das war mal ein Tier. Und, ist es Imitat? Ja. Ich weiß es nicht. Okay, aber man dürfte auch kein Fleisch mehr essen und dann wird es natürlich schon Kritik. Und dann knicken die meisten noch ein, wenn es gerade um das Thema Essen geht, dann sagt auch jeder, okay, der Schnitzel, ja. Jetzt ist natürlich beim Thema Essen so, klar, das braucht man zur Ernährung, aber es würde ja auch, du trägst eine Rolex, man kann ja irgendwie den Luxus auch anders ausdrücken. Also warum muss es der Pelz sein? Ja gut, warum muss es der Pelz sein? Pelz ist etwas, was schmeichelt, was warm ist und was viele gerne tragen, das ist klar. Und ich finde ganz einfach, es ist ein Urprodukt, was Menschen schon immer getragen haben, seit Tausenden von Jahren. Und ich glaube, dass es da so eine natürliche Affinität auch des Menschen zu diesem Luxusprodukt gibt. Gut, dann würde ich sagen, quatschen wir über dieses Thema genau nachher noch mal ein bisschen weiter. Und an der Stelle würde ich einfach zu Berliner übergehen. Genau, wir machen gleich weiter und sind gespannt auf das amtliche Endergebnis unseres Prominentenaushaltens mit Nina Hagen. Wir haben einen MTV-Home-Notar, Orangutan Klaus, und der wird das Ganze offiziell machen. Bis gleich. Hey! Nina Hagen ist noch da, spielt am Prominentenhaushalten und bei mir zu Gast Pelzdesigner Alfredo Pauli. Wenn man über Pelz, wir haben gerade eben schon angefangen, darüber zu sprechen, so ein Streitgespräch startet, muss man eigentlich auch mal so Sachen wie, dass diese Tiere ja auf eine gewisse Art und Weise nicht gut behandelt werden. Aber wie viele Tiere braucht man denn eigentlich, um so einen Pelz zu machen? Ist ganz unterschiedlich. Also bei Nerzen 60, 70 Fälle für einen Mantel. Wobei, ich muss 60, das immer, 70 Fälle? Ja, ich muss das immer abstreiten. Jeder, der Tiere zu Hause hat, weiß das eigentlich. Nur ein Tier, was gut gehalten wird, hat schönes, seidig glänzendes Haar. Also das bestimmt eigentlich der Verbraucher selbst, was er kauft. Und wenn er einen schönen Pelz kauft, der wirklich gut glänzt, kann er davon ausgehen, dass diese Tiere auch gut genährt und gut gehalten worden sind. Jetzt gibt es die Geschichte, die hat mir ein Bekannter erzählt, als ich erzählt habe, dass du Gast bist. Der meinte zu mir, so, es ist wirklich so, dass der Pelz schöner ist, wenn dem Tier das Fell bei lebendigem Leib über die Ohren gezogen wird. Nein, das ist absoluter Unsinn. Also ich glaube, das sagst du, aber wenn man im Internet recherchiert, findet man dazu wirklich, ich habe es auch nicht geglaubt, ich habe es mir angeguckt, es gibt Tonnen von Material, wo genau das... Also Nerzen sind relativ bösartige Nagetiere. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es irgendjemand machen würde, einen Nerz anzufassen und ihm ein Fell über die Ohren zu ziehen. Ich glaube, der hätte keine Finger mehr. Also mir ist jetzt scheißegal, verloren, ob ich gewinne oder nicht. Lieber bin ich ein Verlierer. Und sag mal, Hallöchen, ich bin ja auch im Zimmer. Was ein blödes Spiel. Spiele ich nicht mehr mit. Ja, gut. Und ich wollte nur sagen, dass ich seit Anfang der 80er Jahre selber Vegetarier geworden bin. Aus ethischen Gründen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Und der Grund, warum ich bei der Tierschutzorganisation PETA schon immer mitgemacht habe, ich habe mich auch nackig ausgezogen mit Brustfoto und alles gibt's von mir auch. Und weil...
ich ja die Dokumentarfilme gesehen habe, auch mit dem wunderbaren Joachim Phoenix, der Kommentar gesprochen hat, zum Beispiel in dem Film Earthlings. Geht googeln, Leute, guckt euch Earthlings an. Und ich glaube, wenn man einmal diesen Film gesehen hat, wird man sich nie wieder einen Pelzmantel kaufen wollen und darauf bestehen, dass die Designer mit Fake Fur, mit Kunstpelzen arbeiten. Es gibt heutzutage so innovative Webstühle und Spinnräder, wo man also wirklich tolle Kunststoffe und Kunstfelle herstellen kann. Und ich glaube, aus ethischen Gründen kann das jeder Mensch nachvollziehen, dass ein Reicher nicht ins Himmelsreich kommt, weil dann würde eher ein Kamel ins Himmelsreich kommen, das durch ein Nadelöhr passt, als ein Reicher, der sich Pelzmäntel kauft, du wenn hast, ich meine Bibel richtig verstehe. Du hast unser Spiel verloren. Aber, ja, was, aber ich bin so was, gerne Verlierer. Ja, bin so gerne Verlierer. Das haben wir was gemeinsam. Ich verliere auch immer in dieser Sendung alles. Ja, ja. Finde ich aber gut. Ihr beiden habt was gemeinsam. Man weiß halt, wann man ja, so verlieren hat. Was verlieren. Aber wir haben viel zum Thema gesagt. Ne? Also, es ist... Und hoffentlich macht sich der Designer da mal Gedanken drüber, weil ich glaube, die Welt würde dich doppelt und millionenmal mehr feiern als toller Designer, als ein Dinosaurier, der noch unethischerweise am Leid der Tiere mitverdient. Und guck dir mal die, wie heißen die Dinger? Wir haben noch 20 Sekunden, also jetzt müsst ihr das Wort einfallen. Diese Nerze da, die stehen ihr Leben lang in den Käfigen auf den nackten Pfoten und geschnitten. Und jetzt sagen wir herzlichen Dank, Nina Hagen. Herzlichen Dank, Alfredo Pauli. Danke an die Torpedo Boys, danke an euch und danke an euch zu Hause. Nächste Woche wieder MTV Home 21:30.